Lava Caves. Alles klar. Ach ja, ich liebe diese Animationen. Leute, willkommen zurück bei Metroid Prime Remastered. Buh. Wir sind hoffentlich alle kühl angezogen, denn heute wird's heiß. Da beschlägt mir gleich der Visor. So, schön, dass ihr wieder einschaltet. Frisch angekommen in den Magma-Höhlen. Magma Caves. Ne, und wir werden gleich wieder frisch abgeballert. Hier, Mann, hau ab. So. Aber ich glaube, nein, ich werde jetzt nicht jedes Mal die Entrance immer beim Part beginnen. Macht euch keine Sorgen. Aber vielleicht noch, wenn wir, später noch einmal. Die Mucke schon los? Nee, ich glaube noch nicht ganz. Alles noch vorgeplänkel. Was ist denn das für komische... Jetzt sieht vor, wie so eine Zecke irgendwie, die sich vollgesogen hat. Magmatitputzer. Subvulkanischer Aaskäfer. Panzer lässt sich mit Missiles durchballern. Die Panzerung des Magmatitputzers gelangt erst durch die Einfügung von hochtemperierter Luft zu ihren bemerkenswerten Härtegraden. Diese Schale hält fast allen Waffensystemen stand. Nur der Einsatz von ballistischen Geschossen zeigt eine Wirkung. Seine Intelligenz ist auf einfache Verhaltensmuster zur Ernährung durch Aas beschränkt. Das ist ja richtig der Aas, oder was? So. Oh. Alter, die Lava, hups. Puff. Jetzt sieht die Mucke los, Leute. Nee, noch nicht ganz, oder? Noch nicht ganz. Ist man noch hier? Na, noch nicht. So, hier haben wir erstmal Flammenwerfer, die wir nicht ausmachen können. Na gut, ist kein Problem, das ist kein Problem. Erstmal ein bisschen Energie, dankeschön, dankeschön. Wow. Puh. Das war knapp. So, oh, was ist denn das? Ah. Alter, Leute, von den Viechern müssen wir auch unbedingt die Eisvariante scannen, weil die haut irgendwann auch ab. Die Wühlschabe, unterirdisches Raubinsekt. Die Wühlschabe weist starke Ähnlichkeit zu nah verwandten Grabkäfern auf. Doch im Gegensatz zu ihm verbringt sie ihre meiste Zeit unter der Erdoberfläche. Schon bei kleinsten Erschütterungen verlässt diese Wühlschabe das Erdreich, um anzugreifen. Ihre stark eingeschränkte Intelligenz reicht aus, um aussichtslose Auseinandersetzungen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Insekt seinen Mangel an Intelligenz durch gesteigerte Aggression ausgleicht. Wer gefühlt, die haben ja alle so ein Aggressionsproblem, die Viecher. Kann das sein? Ach, ich weiß da auch nicht, ey. Und er hat hier jedenfalls schöne Leuchtstäbe hingebaut. Hier war also mal allgemein jemand unterwegs. Höhlen von Magmor. Die Musik, geil. Leute, Mann, wie cool. Da kriegen wir erstmal gleich eine Begrüßung hier von einem. Was ist von einem Magmor? Okay, die Höhlen sind nach diesen Viechern benannt. In Lava lebende, feuerspuckende Schlange. Magmors bevorzugen extrem heiße Bereiche und sind besonders empfindlich gegenüber niedertemperierten Waffentechniken. Gänzlich ohne Sehvermögen verlassen sie sich auf Ultraschallreflexion, mit deren Hilfe sie sich durch die Lavaströme navigieren. Zu diesem Zweck haben sie Rezeptoren ausgebildet. Darüber hinaus verfügen Magmors über einen hochsensiblen Geruchssinn, der ihnen eine präzise Ortung von Beutetieren ermöglicht. Die Fresse, ey, von den Viechern. So. Alter, die kann man so geil den Kopf wegsprengen, ey. Dim, dim, dim. Bam. So, eine Analyse weist einen möglichen Verankerungspunkt für den Grapple-Beam auf. Habe ich noch nicht. Okay. Hoppala, was? Ich dachte, den kann man auch irgendwie in die Datenbank aufnehmen, aber nee. Der Grapple-Beam wurde durch die Explosion auf der Forschungsfregatte beschädigt und ist außer Betrieb. Ach, der wurde beschädigt. Der ist also eigentlich da, aber kann nicht benutzt werden. Ist okay, Mann. Was ist denn das hier für ein Vieh? Der Puffer. Instabiler, mit Gas gefüllter Organismus. Platz bei Berühren. Puffer füllen ihre Körper mit tödlichem Metavibrium-Gas? Das haben die sich da ausgedacht. Und schweben durch ihren Habitat, um Nahrung zu suchen. Wenn sie zerpeften, wird dieses Gas freigesetzt. Obwohl sie diese fragile Struktur besitzen, gehen Puffer bei der Jagd sehr aggressiv vor. Die Gaswolke, die sich nach ihrem Ableben hinterlassen, lässt meistens auch ihre Angreifer verenden. Aber hä, die sind doch richtig doof, die Viecher, oder? Kann das sein? Badam-bam-bam. Gib mal her den ganzen Loot hier. Haps. Wow, okay, die Dinger gehen runter. Diese alten Platten hier, die sinken ab, das ist doch nicht geil. Boah, die Flamethrower hier, komm her. Alter, ich will Headshot machen. Alter, voll richtig abartig, ey. Sups. Uff. Huh, heiß. So, toll, Sackgasse. Und jetzt? Nein, Leute, alles Nudden.
Guck mal, hier kann man noch schön eine Bombe legen. Gut, weiter geht's. Mein Gott, hier haben richtig Gruppenversammlung heute, oder wie? Boom. So, schön aus der Reichweite raus. Das Gas streut nämlich ganz schön. So, ich muss mal ganz kurz gucken hier, Leute. Irgendwann später, ne? Wird's auch nochmal interessant hier. Aber erstmal ist hier nicht weiter zu tun, außer durchzumanövrieren. Oh, eieiei. So, okay, da rüberspringen, das wird nix. Da habe ich zu kurze Beine für. Aber hier unterirdisch bei diesen Viechern? Neuer Eintrag, eingecashed. Der vulkanische Klammerbock. Stark gepanzerte Kreatur mit kraftvollen Kiefern. Der vulkanische Klammerbock legt sich Vorräte an. Er sammelt kleinere Lebewesen und Nahrung und lagert sie an einem bestimmten Ort, um sie später zu verzehren. Seine harte, dreigeteilte Kieferpartie dient zudem zum Transport von Erdreich und Geröll. Sie ist stark ausgebildet und ist dementsprechend schwer, seiner Umklammerung zu entfliehen. Ja, toll. Natürlich genau so eine richtig schöne Passform für den Ball. Na gut, okay, dann schwutzen wir mal hier rein. Warte. Oh, da kommt gleich der erste. Okay. Oh, und schmeiß mich erstmal raus. Da konnte man die ja nicht töten. Ich glaube, den muss man einfach nicht, wenn er uns hat. Genau so. Bevor die uns haben, einfach eine Bombe reinlegen. Guck mal hier, hier ist Beute. Guck mal. Ey, nicht, ich bin noch nicht Beute. Ich bin noch kein Beutemensch. So. Ich will die einfach alle killen. Nein, Mann, ey! Lass mich los! Boah, der trägt mich einfach wieder komplett raus. Ist das fies. Kann ich hier durch die Lücke ein bisschen cheaten? Nee, warum schwebe ich hier in der Luft? Weil ich schwebe hier. Achso. Okay, vielleicht ist der eine Faden da oder was auch immer das sein soll. Die Metallstrine da lässt mich nicht durch. Ist okay. Ich will das wissen, weil ich muss jetzt Rache haben. Sehr schön. Weiter geht's. Oder ist hier noch was anderes? Nee. Okay, warte mal. Kann ich irgendwie scannen? Was ist denn die für ein Ding? Hat das irgendeinen Sinn? Irgendeinen Nutzen? Wird hier mit Thermalwärme irgendwie elektronisch alles betrieben? Jedenfalls ökologisch freundlich. Boah, die ganzen Geysire hier oder was auch immer das ist. Heizt mich ganz schön ein. Okay, wir haben mehr Puffer hier. Eieiei. Mann, das ist ja alles so cool. Wow, Achtung, erstmal jetzt kurz mal ein bisschen Material einsammeln. So, wo gehen wir denn am besten als erstes hin? Ich habe zwei Möglichkeiten in diesem Riesengebiet, aber ich glaube, bei einer wird mir bestimmt eh wieder der Weg zu ihr halten. Deswegen lass mal jetzt kurz einfach hier oben hin. Wie das hier aussieht. Ach ja, ich glaube, hier unten ist auch nochmal richtig schön was zum Einsammeln. Mit kleinen Raketenwerfern, glaube ich. Das muss ich gleich mal gucken. Ich will nur mal schauen, wo es hier lang geht. Aua, aua. Ja, jetzt war ich wieder ein bisschen zu ungeduldig, irgendwie. Ich habe gar nicht so viel verloren. Ist das hier der richtige Weg? Warte mal, Leute. Nee, denn. Ja, ich glaube schon. Guck mal, hier ist doch hier so ein. Ah, nee, das ist da oben nur mein. Oben rechts sagt sie gerade, ist so ein Hinweis, wo ich hin muss. Weil ich glaube, da ist schon der richtige Weg. Dann will ich doch lieber noch ein paar Goodies. Da. Lalalala. Die haben da echt die Reichweite der Anvisierung haben die doch erweitert, oder? Ich glaube, früher muss man viel näher rangehen an die Dinger, deswegen waren die so gefährlich. So, hier haben wir einen Tunnel. So komme ich denn nur zu der Tür. Okay, vielleicht kann ich da noch nicht hier lang. Ich glaube aber eigentlich schon. Alter, voll die fetten 100er Aufladungsdinger. Hier irgendwo im Boden ist auf jeden Fall ein Loch. Naja, hier seht ihr auch schon. Wartet, noch mal eins kurz. Ich muss meine Bodensucheinheit trotzdem erstmal fortsetzen hier. Da komme ich ja nur. Ah, komme ich gar nicht hoch. Achtung, heiß. Na gut, dann eben nicht. Immer schnell hier rein. Nicht in so ein Lavaloch reinfallen, sondern hier rein. Yes. Natürlich wieder mega gefährlich mit den ganzen Viechern. Diesmal habe ich aber keinen Bock, dass die mich. So, tot. So, nächster. Tot. Lana. Hallo, Leute. Oh je. Alter, wie richtig sich reingesaugt hat in seinen Rüssel. So, wie war denn das nochmal? Irgendwo hier müsste auf jeden Fall nicht nur der Weg zu der Tür sein. Oder ich verwechsel wieder mit irgendeinem anderen Gebiet. Das kann alles immer sein, Leute. Nagelt mich nicht fest.
Wasser slash den Typen, nur je. Aber so höre ich halt doch nichts. Oder höre ich irgendwo so ein Power-Up so? Ist hier irgendwas? Bombe legen, kabum, bum, bum. Nö, da ist absolut nichts. Lalalala. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, Stoop. Mal ganz kurz hier, mal rein. Look, yeah. Ja, das war eine nächste Tür. Ja, okay. Ich weiß ja bloß wirklich nicht, ob ich hier schon richtig bin. Oder ob das optional ist. Da-dam. Ich mache hier ein bisschen Raketen. So, dann haben wir hier. Jetzt sind doch hier auch schon Edelsteine, oder? Ich werde bekloppt, Mann. Ah, okay, sehr schön. Habe ich doch erstmal einen schönen optionalen Weg gefunden. Ja, alles nur für so Raketen, ey. Aber egal, wir haben jetzt 30 Stück. 5 geboostet, danke. 30 war echt nur wegen dem Scheiß? Ja, na gut. Was ich mitnehmen kann, wird mitgenommen. Da muss ich leider bloß den... Oh, ich muss jetzt leider durch den Tunnel wieder rausfinden. Na, okay, so ein großes Labyrinth ist er nun auch nicht. Kann ich hier nicht irgendwas kaputt machen als Abkürzung? Nein, ist nicht, Leute. Das ist verschüttet alles. So, Viecher bleiben aber tot. Das ist schön. Badam, bam, bam. So, hier wieder raus. Lalalala. Easy going. Ich muss aber echt, das spielt sich alles so schön schnell. Das liegt aber garantiert auch an der modernisierten Steuerung. Da will ich mir echt vorstellen, dass man nicht gleichzeitig sich bewegen und umgucken konnte. Das ist ja, ey, wenn das wirklich damals so war, das ist ja mega kacke. So, von hier kommen wir. Ja, das ist Weg falsch. Wo waren denn hier die geilen Fahrstühle? Da. Fahrstuhlplattformen. Hups. 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 Da-da. Lala, weiter geht's. Oder ist denn noch hier irgendwas gewesen hier? Nee. Nein, 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 wenn. Wir kommen doch mal wieder. Hier, dum, 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 di, dum. So, hier wieder alles vor Hut, hier alle killen, alle wegballern. So, war ich irgendwelche scannbaren Fahrstühle hier? Die sehen doch so lustig aus. Nö. Oh shit! Sind das die, die wir schon gescannt haben? Ja, haben wir. Das sind die Abwehrdrohnen. Boom, die machen wir schön down. Ja, auf jeden Fall haben die das mit dem Anvisieren verlängert, die Reichweite. Jetzt brauchen die schon 2 Schüsse. Die brauchen 2 Raketen. Die sind ja wesentlich giga abgegradet. Die schöne Lava. Oh, das ist noch so ein Ding. Boom, ausgewichen. Oh shit, in die Kiste. Und neue Muni. So, jetzt ist die Frage, gehst du erstmal nach oben? Oder erstmal hier lang? Ach ja, der Raum. Hier sieht man schon richtig schön die ganzen gesplitterten Scherben. Der Scan weist auf Brüche in der Struktur des Bendezium hin. Ja, und hier unten ist er tatsächlich sogar. Ich glaube, es ist richtig krass. Lala. So, okay, die Feuerdinger. Jetzt bin ich schon wieder. Jetzt frage ich mich schon wieder. Ich glaube, ich bin ja schon wieder richtig. Das kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen. Oder etwa doch. Ich würde ja noch weiter nach oben gucken. Das sah so cool aus, diese komische Apparatur. Diese ollen Käfer hier alles. Boom. Hui. Ach komm, wir gehen einfach mal hier lang. Da wird sich alles eh noch zeigen. Tot. So, können wir da nochmal winnen. Wenn das für mich lässt natürlich nur. Ey, ich hab dich doch. Ey, endlich in die Lava schubsen. Bist du verrückt? Alter, diese fiese Schwein. Oh, schieß sie mit Lava im Face. So. Spiel damit, Mann. Boom. Didi. Ja, was ist das hier für ein Tunnel? Bam. Toll, warte jetzt, wo bin ich denn jetzt gelandet? War das einfach eine. Das war irgendeine Abkürzung, eine kleine. Über den Lavasee rüber anscheinend. Ach, was soll das? Ja, da klar. Ging auch gar nicht anders. Ja, guck mal da oben. Ach, Mann. Ach, Mann. Ja, okay. Das ging alles noch nicht. Ich habe wirklich langsam Angst. Ich bin auf dem richtigen Weg, glaube ich. Vielleicht wäre da oben auch alle dicht gewesen. Kann ja auch wieder sein, ne? Wow. Aber kommen die ersten Viecher mal her?
Also wie aussieht, wie ich das. Braucht der mehr Raketen als Charge Beams? Nein. Warum roll ich da rein? Ich dachte nicht, dass das passiert, Leute. Es tut mir leid. Was ist hier noch was? Boom. Nee, kein Gang oder so. Da geht nix. Ah. Okay, ich glaube, ich bin. Warte mal, wo bin ich jetzt? Zutritt zum westlichen Teil der Talon-Oberwelt. Oder geht's wieder zurück zur Overworld? Weg da denn hin? Hier habe ich erstmal wieder nur Lava-Probleme. Und hier brauche ich die Magnetschiene, okay. Ich weiß die Frage, Leute, ob ich hier wirklich hin muss. Ich glaube eigentlich doch. Ja. Gut, wir merken uns ja, guck mal, hier sind nur so viele Gänge. Hätte ich bestimmt noch irgendwie mal ein Upgrade oder so was bekommen, aber jetzt bin ich jetzt erst lang gegangen. Also musstet warten. Ja, mal schauen. Oh mein Gott. Müsste auch nur ein ganz kurzer Ausflug wieder nach oben sein. Vielleicht sind zu einem Ort, wo wir. Vielleicht kann man wieder zurück zum Schiff oder so. Das muss ich auch mal wieder ein bisschen streicheln. Ist das hier irgendwas? Nö. Einfach wieder oben. Hat sich das auch das Entgiften der Schoßruinen vielleicht auch hier ausgewirkt? Dich haben wir schon, ja. Du bist ein kleines, unwichtiges Vieh. So, guck mal, da haben wir einfach Raketen. Ey, wie nice, Mann. Ohne irgendwie was Giftiges. Ha! Oder ich kann mir vorstellen, dass hier vorher Giftwasser drin war. Oder? Nee, wir waren da noch gar nicht hier. Aber das geht doch nicht. Tschung, tschung. Warte, wo sind wir denn? Okay, auf jeden Fall, guck mal, hier sind wir, wo wir schon mal waren. Ach ja, da war ja die Dings zu. Die Tür war ja dann wirklich, da brauchte ich Raketen für, ne? So ein bisschen in der Nähe sind wir hier jetzt, ne? Ja, was zur Hölle, wie viele hier sind? Oh, jetzt mal wieder schön geheilt hier. Also ich habe immer Angst, ich darf nicht zu nachlässig mit meiner Energie sein, ne? Was zur Analyse lässt vermuten, dass sich brütende Lebewesen im Erdreich aufhalten. Ja, jetzt nicht mehr. Ich sag mal so, jetzt sind die, Geschichte. Wenn mein Helm jetzt ab wäre, könnte ich sagen, ich schnapp wieder frische Luft, aber den lasse ich mal lieber an, den Helm. Hups. Jups. So, Raketen, aber 35 Raketen, ey. Kann alle wegballern, genau hier wäre diese Abkürzung. Zurück zum. Uff. Stützpunkt hier, ne? Aber ich muss noch weiter hoch. Oh, komme ich gar nicht. Guck mal, komme ich ja gar nicht. Die Blume da oben hatten wir schon. Ich komme da oben gar nicht hin ohne den Grapple-Beam. Naja, okay. Genau, hier waren wir ja halt schon, weil da muss ich erstmal die Blume hier mit taktischen an. Ah, taktischer Einsatz. Okay. Ja, was muss ich jetzt hier hin? Ich meine, jetzt könnte ich vielleicht hier und so weit überall nochmal hingucken, ne? Hier zu den Schoßruinen? Ich gehe einfach mal. Nee, so weit kann ich mich denn doch nicht. Kann ich mir was nicht vorstellen, dass ich mich so weit in irgendeine andere Richtung verlaufen kann oder falsch gehen kann. Hui, bumm. Leute, dann blick noch gleich mal was anderes gucken. Denn ich Idiot. Ich hätte schon längst was anderes noch machen können. Wisst ihr noch, als ich ganz am Anfang da am Wasserfall lang wollte? Ich dachte, ich komme da nicht rüber gesprungen. Doch, da kommt man schon rüber. Ich würde ja sehr gerne was scannen, Leute. Aber erstmal noch mehr Raketen. Warte, wo war das? Hier, Leute. Raketen. Oh yeah. Stoop. Saschum. 40. Jetzt wird richtig rumgeballert. So, lass das mal ganz schnell gucken. Jups. So, mein Schiff ist noch gut. Hat keiner irgendwie geklaut oder so. So, keine Ahnung. Ich wollte hier rüberjumpen, aber Leute, man kann hinter dem Wasserfall. Ja. Aber auch nur ganz kurz, um schon mal so ein bisschen was sich vorher anzuschauen, was dann nochmal später wichtig wird. Ihh, voll diese Viecher hier. Was zum... Neuer Eintrag. Der Speersämling. Mischwesen zwischen Pflanze und Tier. Der Speersämling ist nur wenig erforscht. Er besitzt sowohl pflanzliche als auch tierische Merkmale. Kennzeichnend für ihn ist, dass er zu seiner Verteidigung Rückenstacheln abschießt, falls er sich bedroht fühlt. Also echt... Stirb. Bum, 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 bum. Okay, jetzt macht das ungefährliche Gras. Aber es verlangsamt mich doch. So, genau, Leute. Hier ist nochmal. Hier ist nochmal richtig was los. Im Einschlagskrater.
Labor. Hier muss ich mal ganz kurz das hier mal scannen und mitnehmen. Schon, neuer Eintrag in Datenbank Piraten. Na nee, erstmal Piraten, okay, alles klar. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Eintrag sowieso. Die vorliegenden Berichte der Erkundungsteams beschreiben eine betagte Konstruktion, die von einer fremden Zivilisation auf Talon 4 errichtet wurde. Untersuchungen ergaben, dass diese Konstruktion ein Kraftfeld aufbaut. Dieses Feld verhindert den Zugang zu einer außergewöhnlich starken Energiequelle, die sich im Inneren eines Kraters befindet. Das wissenschaftliche Team geht davon aus, dass dieses Kraftfeld seine Energie aus mehreren fremdartigen Shoso-Artefakten bezieht. Es gelang uns, mehrere dieser Relikte habhaft zu werden, welche gegenwärtig auf das Gründlichste studiert werden. Da das Kraftfeld unser Vorhaben bezüglich einer Energiegewinnung auf Talon 4 behindern könnte, müssten wir es möglichst schnell zum Zusammenbruch bringen. Sollte dazu die Vernichtung der Shoso-Artefakte notwendig sein, so werden wir dieses vornehmen. Okay, Leute, ich glaube, das ist sogar schon eins, was ich einfach mitnehmen kann. Nee, doch nicht. Okay, nee, ist einfach bloß ein Scan. Okay, gut. Sorry. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal irgendwie rein soll oder nicht, weil mit den Shoso-Artefakten, das wird später noch wichtig. Ich glaube, erstmal der Piratenscan ist erstmal am wichtigsten gewesen. Leute, ich will noch ein bisschen die Überraschung, das können wir uns noch ein bisschen sparen, ne? Nur ein bisschen. Also daher erstmal, obwohl, nee, ich gehe gleich mal rein. Aber erst beim nächsten Part, Leute. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder bei Metroid Prime Remastered. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen. Tschüss!